Ich habe beide angelockt, aber es sollte kein großes Problem sein. Ist es auch nicht. Ganz toll. Außer wenn er mir frontal in die Fresse haut. Sehr schön. Okay, von dir bekomme ich ausnahmsweise mal keins. Jetzt bin ich ja auch schon so gut wieder draußen, beziehungsweise muss ich ja dann aber auch wieder rein. Ah, auch doof. Also ich muss ja jetzt nicht hier rein, aber ich muss in den Drachental wieder rein. Um dann, wie gesagt, den untoten Drachen mal zu probieren. Weil Blitzspeer und mehr Level und bessere Rüstung, das sollte jetzt alles vielleicht besser passen. Der wartet da eben noch sehnsüchtig auf mich. Und wenn nicht, dann kaufe ich mir 200 Pfeile und erledige ihn damit. Weil das geht ja. Ich wüsste nicht, wie man ihn sonst besiegen soll. Sobald ich auch nur in seiner Nähe bin, spuckt er Gift. Und wenn schnell und wenn man dann zu seiner Kralle geht, dann macht er ja so dermaßen Schaden. Aber ich mache ihm jetzt 145 Schaden. Das heißt, es wird einfach nur ein ewiger Stellungskampf. Einfach nur ewig. Ich mache kurzen Schaden, renne dann weg. Kurzen Schaden, weg. Wäre natürlich dann super, wenn ich mehr Schaden mit meinem Blitzspeer machen würde. Dann müsste ich dann sicher auch noch aufleveln. Ach, verdammt. Weil ich weiß nicht, ob der Blitzspeer mehr als 145 Schaden macht. Hätte man ja jetzt kurz nachschauen können. So, hier sind wieder die Drachen. Die sollten jetzt eigentlich auch kein großes Problem mehr sein. Na, obwohl, gehen eigentlich immer noch. Sie sind immer noch recht stark. Die sind verdammt stark, beziehungsweise machen die verdammt wenig Schaden. Ich habe irgendwie sogar das Gefühl, weniger Schaden als vorhin. Das heißt, sonst immer. Da hätte mich beinahe gehabt, das war knapp. So, durch diese Drachentür oder was auch immer das sein soll, komme ich ja immer noch nicht. Vielleicht muss ich dafür den untoten Drachen töten. Das weiß ich jetzt aber nicht. So, ich gehe jetzt hoch. Den Blitzspeer, ob ich den dann da benutzen soll, ich weiß es nicht. Da falle ich nicht runter, das wäre jetzt nämlich sehr blöd. Ist auch blöd, dass es da dann komplett runter geht, naja. So, und wie gesagt, da müssen wir jetzt halt bloß zweimal mit dem Aufzug fahren. Beziehungsweise dann halt nur einmal aus Schandstadt raus. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass ich bei dem untoten Drachen sterben würde. Ich frage mich ja immer noch, ob man die Golem-Rüstung tatsächlich mit dem Kernstück ausstatten kann. Oder wenn ich die Golem-Rüstung, was dann für eine Waffe? Das ist ja immer noch so diese Frage. Was kann man mit diesen ganzen besonderen Seelen machen? Ausrüstung reparieren. Iato, ja. So. Und jetzt auf zum Untotendrachen. Ich weiß jetzt nämlich halt nicht, wie viel Schaden er mir macht. Das ist ja... hier mal, genau, da habe ich schon den Blitzspeer drin. Der Blitzspeer macht 144 Schaden, meins macht 176. Mein nächstes Mal hat noch Blutungsschaden, aber die Frage ist natürlich, wie stark ist dieser Bonus? Ich gucke jetzt einfach mal mit dem Blitzspeer bei den normalen Drachen. Am besten nicht so, das sind 33 Schaden. Habe ich wesentlich mehr Schaden. Oder habe ich mehr Schaden gemacht mit meinem Dings? Was treffe ich denn damit so blöd? Ach, tschüss, Drache. Ja, ja, die Drachen. Unglaublich intelligente Kreaturen. So, komme ich denn an die jetzt gut vorbei? Ja, Tatsache. Außerdem ist der Speer, glaube ich, einfach nicht so mein Waffentyp, würde ich sagen. Aber wie gesagt, vielleicht macht er wirklich extrem viel Schaden. Das hätte ich eigentlich auch bei diesem Klaffdrachen dann ausprobieren können. Es steht ja wirklich dran, oder? Dass das Schaden gegen Drachen macht. Ach, das wollte ich gar nicht. Ah, ich habe ja auch noch die Axt, genau. Der Trefferrat ist gering. Steht hier nicht dran. Steht dann bei dem Dings dran, bei dem Blitz. Großaxt des Drachenkönigs. 360 Schaden. Was? Ja, war klar, dass ich die nicht heben kann. Diese Axt ist eine der seltenen Drachenwaffen und aus dem Schwanz des Klaffdrachen, einem entfernten und absonderlichen Nachkommen der immerwährenden Drachen geformt. Die mystische Kraft dieser Axt entfaltet sich, wenn sie beidhändig geführt wird. Was? Alter, was ist das für eine Waffe?
Und wo kriege ich jetzt... Wow, die ist verdammt langsam und ich bin jetzt halt auch verdammt langsam. Das ist das Problem. Weil mein Dings jetzt, glaube ich, voll ist, oder? Ja. Meine Belastung ist jetzt voll. Das ist doof. Beziehungsweise ich probiere es mit dem Lichtspeer einmal kurz. Ich probiere es mit der Kristallhellebarde. So, jetzt spuckt er sein Gift, denke ich. Ja. Derzeit kann ich ihn kurz hier angreifen. Wie viel Schaden hat das gemacht? 136. War nicht so schlecht, muss man jetzt sagen. So, er ist jetzt natürlich aktiv, kann mir hier aber überhaupt nichts tun. So, Kristallhellebarde. Okay, jetzt spuck noch mal kurz. Ja, dann kann ich dich nämlich hier angreifen. Oh Gott. Ah, das war sehr schön ausgewichen. Das hat aber, glaube ich, 200 Schaden gemacht, oder? Habe ich das richtig gesehen? Das wäre der Hammer. Ich trinke noch mal kurz ein Tränkchen. Und dann mache ich jetzt was ganz Tolles. Ich tue nämlich Goldharz auf meine Kristallhellebarde. Und jetzt sollte ich den Überschaden machen. 300 Schaden, wow. Oh, scheiße. Aber das lohnt sich. Das war genau das, wofür ich das... ja, genau, das sollte ich auch tun. Das war genau das, wofür ich das Goldharz aufgespart habe. So, spuck nochmal bitte, dankeschön. Und jetzt ist ja auch gar kein so großes Problem mehr, das muss man jetzt sagen. Weil er jetzt halt kaum mehr was tun kann. Außer ich treffe nicht ganz toll. Oh Gott, nein, 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 nein. Sehr schön. Also meine Taktik funktioniert auf jeden Fall. Und das ist halt einfach der Schaden, den ich gebraucht habe. Weil ohne diesen Schaden funktioniert es einfach nicht. Okay, hier kann ich auch stehen bleiben. Das ist sehr schön. Komm, spuck nochmal. Ja, danke. Das Blöde ist natürlich, dass ich durch die Hellebarde nicht sonderlich gut ihn angreifen kann. Außer vielleicht sein Gesicht. Ja, das funktioniert nur nicht ganz so gut. Ich sollte hier abhauen. So, mein Goldharz hat auch schon wieder aufgehört. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass es so wenig hält. Aber ich habe noch genügend Tränke, von dem her. So, spuck nochmal, genau. Jetzt voll in die Fresse. 400 Schaden, nochmal 400 Schaden. Du wirst jetzt abhauen. Nein, er werbe sein... Ah, verdammt, ich hätte... Scheiße. Ich hätte ihn einfach nicht so angreifen dürfen. Aber das mit der Kristallhellebarde ist mir ein bisschen zu blöd. Deswegen nehme ich das und tue dann da alles Goldharz drauf. Ich habe noch 4 Stück. Ich weiß aber, wo es mehr gibt, nämlich im Pilzwald. Ich mache das jetzt einfach nochmal und diesmal mit der Katana. Das sollte wesentlich besser gehen, weil ich da halt 2 bis 3 Schläge dann machen kann. Aber ich mache dann wahrscheinlich keine 700 Schaden. Schwierig. Oder doch die Hellebarde, aber ich mag die Hellebarde eigentlich nicht. Ein Schwungschlag vielleicht. Ich darf ihm nicht ins Gesicht rennen, das ist halt. Sondern ich muss seitlich ausweichen und ich darf halt wirklich nicht zu viel wollen. Ist schwierig, aber ist auf jeden Fall schaffbar. Das war sehr viel einfacher, als ich zu Anfang dachte. Also macht halt einfach der Schaden und ich habe gesagt, dass es der Schaden ist, der mir fehlt. Und ja, so ist jetzt halt auch. Weil bei dem Vieh kann man nicht lange rumhampeln. Irgendwann macht man Fehler und... Ja, man sieht, mir hat jetzt auch schon ein bisschen Schaden gefehlt. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt dann irgendwann Fehler gemacht habe. Es war einfach, ihm zu nahe zu kommen. Beziehungsweise dann halt nicht richtig auszuweichen. Aber so geht's dann. Ich bin dann verdammt gespannt, was der mir hinterlässt. Es könnte natürlich nochmal eine Drachenwaffe sein, was sehr, sehr cool wäre. Dahin sind meine Seelen. Ich weiß gar nicht, wie viel da gerade drauf sind. Ich glaube 3000 oder so. Oder 6000? 6000 glaube ich eher. Deswegen gehe ich da erstmal durch. Hole mir meine Seelen. Und... Ja, da wollte ich schon nach mir schnappen. Achso, ich habe ja die eine Menschlichkeit auch immer noch. Stimmt ja. So, er spuckt nochmal. Ich habe aber jetzt gerade keinen Blitz drauf. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd.
Soll ich es vielleicht doch mit meinem Iato probieren? Blitz-Iato, ich meine, das könnte auch schon gar nicht schlecht wirken. So, spuck du nur dein Gift. Komm, jetzt nochmal. Sehr schön. Ah, das macht auch 700 Schaden. So ein Angriffsdings. Ah, jetzt bin ich ein bisschen zu spät dran. Komm, spuck nochmal. Ja, sehr schön. Obwohl, wenn er in der Mitte spuckt, dann kriege ich ihn dazu wirklich. Okay, immer in Bewegung bleiben, das ist auch ja auch sehr wichtig. Er spuckt in die Mitte. Nee, oder da links, keine Ahnung, egal. Es ist manchmal ein bisschen schwer, ihn zu erwischen. Oh, vor allem so, das ist halt das Miese, wenn er dann zweimal hintereinander haut. Ich darf nur zwei Treffer machen, auch wenn ich ihn nicht treffe, darf ich bloß zwei Treffer machen. Ich muss schon weit genug weg sein, bis er dann nochmal zuhaut. Na, ja, schwierig, das Vieh. Wirklich schwierig. Blocken. Ich könnte doch eigentlich blocken. Ich weiß zwar nicht, wie viel das bringt. Wahrscheinlich überhaupt nichts, aber ich könnte es mal probieren. Wenn ich schon in so einer aussichtslosen Lage bin. Kommt der Aufzug? Da kommt er. Ich habe noch 3 Goldharz. Ansonsten muss es halt ohne gehen. Ups. Schauen wir mal. Ah, da ist der Ausgang. Ich will jetzt wirklich das Vieh besiegen, weil ich habe jetzt eine Chance, das Vieh zu besiegen und, naja, die müssen wir jetzt auch nutzen. Ich bin aber auch mal gespannt, was sich dann jetzt in Anolundo tut, weil ich meine, ich bin ja jetzt natürlich auch besser auf Anolundo ausgerüstet, mit dem plus 10 und alles. Das heißt, da geht es natürlich auch sehr viel einfacher. Na, schauen wir mal. Ich habe ja auch Anolundo nur nicht wirklich erkundet. Ich war bloß kurz in diesem komischen Dingens da, in diesem komischen Raum. Hab den Glockengargoyle besiegt. Er hat leider keinen Schwanz, den ich abhacken könnte. Es war sehr cool, dass ich den Schwanz auch bekommen habe. Also, dass man den Schwanz auch abhacken konnte. So, meine Seelen. So, er greift da an. Ach, Mist. Und jetzt bin ich halt so gut wie tot, das ist halt das Problem. Ja. Ich muss dann rennen und dann davon springen, sonst springt es nichts. Das ist halt, ich versuche dann immer weg. Ja, oder dann halt in die Mitte mehr. Hm, ist blöd, ist alles blöd. Beziehungsweise es ist halt wirklich schwierig. In der Zeit, wo er dann das Gift speit, dann schnell rüber zu rennen und da kurz anzugreifen. Vor allem, wenn es dann halt nicht klappt, muss ich halt dann trotzdem weg. Und darf nicht nochmal probieren, dahin zu gehen. Ja, das sind alles solche Sachen. Wenigstens ist der Weg nicht ganz so lang. Na, der Aufzug ist halt jetzt ein bisschen doof, finde ich zumindest immer. Ich hasse die Aufzüge. So, da raus. Aber ansonsten ist ja bloß an diesen 2 Drachen vorbeischmuggeln. Hier könnte man natürlich auch wieder gut farmen. Ich meine, jedes Mal die 2 Drachen, aber darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Blöd ist natürlich, dass das Goldharz nur so kurz hebt. Weil es dann halt wirklich Drachenboss und dann... Man muss eine Strategie schon haben, weil das gleich beim ersten Mal zu benutzen, das ist auch Schwachsinn. Und dann, wenn man das alles hat, dann kann man halt richtig besiegen. Also beziehungsweise kann man ihn dann halt sehr viel besser besiegen mit dem Goldharz. Aber ich habe jetzt an sich noch nicht eine Strategie. Ich glaube, ich probiere wieder die Hellebarde. Ich muss halt verdammt arg aufpassen, was ich tue. Aber die macht halt mit 2 Schlägen dann schon 700 Schaden. Und für 3 Schläge habe ich einfach nicht wirklich die Zeit, das muss man jetzt sagen. So, Spalt nochmal. Ach komm. Und das ist dann halt das, wenn ich dann halt einmal daneben greife. Das sollte schon reichen. Oh Gott, ja, gut. Puh. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Beziehungsweise wollte ich es ja zwar schon irgendwie, aber ich wollte es eigentlich jetzt gerade nicht. So, jetzt genau. Das sollte jetzt passen, um auf die Seite zu kommen. Ja. Und nochmal. Ja. Und gleich wieder darüber. Kurz ausruhen. Vielleicht greift er dann in der Mitte an. Ja, 400 Schaden, sehr schön.
Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Oh Gott. Es ist so schlimm, dieser Kampf. So unglaublich schlimm. Weil es halt größtenteils ist, einmal ein Fehler und du bist tot. Oh, ganz ruhig. Ja, das war nichts. Das ist halt das Problem. Wenn man da dann halt nicht trifft. Okay, jetzt nochmal in der Mitte. Was machst du? Was machst du? Er greift an. Nicht okay. Ach komm. Ja, 300 Schaden. Oh Gott im Himmel. Wo bin ich hingeflogen? Ich hasse es manchmal. Ach komm. Ja, die Kralle erwischt mich hier nicht. Das ist natürlich auch schön, aber hier erwischt er mich halt. Das ist halt das Gefährliche. Hallo. Dankeschön. Puh. Das ist wirklich verdammt hart. Aber es funktioniert irgendwie. Ich habe ihm jetzt auch schon wieder gut Schaden gemacht. Ich darf jetzt halt nur nicht zu übermütig werden. So, da kann ich vergessen, ihn zu erwischen. Jetzt kann ich ihn, glaube ich, erwischen. Ja. Yeah. Und nochmal. Sehr schön. Das sollte 700 Schaden sein. Ich weiß es nein, nicht rund auf... Oh Gott. Das ist natürlich auch blöd, dass es die ganze Zeit eine Klippe kämpft. Also eine Klippe ist. Okay, da muss ich auf die andere Seite wieder. Kralle? Nee, okay. Nein. Ja. Und nein. Doch. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, wie viel Leben hat er noch? Ich sehe es gerade nicht. Das ist das Blöde. Ich sehe es gerade nicht. Hier kriege ich jetzt wahrscheinlich gar nicht. Nee, war klar. Jetzt greift er damit an. Das war auch klar. Und jetzt macht er das da. Okay. Na, jetzt hört das Gift auf. Quatsch, das Gift des Dings. Ah, leck mich doch. Ich weiß nicht, wie viel Schaden, wie viel Leben er noch hat. Das ist das Problem. Nee, ich lasse den Gift, den Blitz. Dann habe ich nochmals, sollte ich sterben, habe ich dann nochmal eins. Okay, das bringt wieder überhaupt nichts, weil ich da nicht rankomme. So, nahe ran und draufhauen. Ist er tot? Ja, Drachenstein. Sehr schön. Und 3000 Seelen. Ja, war halt jetzt nur ein Drachenstein. Natürlich, es war ein Drachenstein, klar. Es ist cool, das Ding, aber den bekomme ich halt auch von den kleinen Viechern. Ja. Und dafür war es jetzt gerade ein bisschen arg heftig, der Kampf. Kann ich da vielleicht runter? Der irgendeine Höhle bewacht? Das sieht irgendwie sogar danach aus, oder? Ist das da ein Ab... Nee, oder doch? Nee. Schade. Naja, ich habe den Drachen besiegt, den Untoten. War jetzt nicht ganz so schwer, muss man jetzt sagen. Oder es war schon natürlich schwer, bloß... Mit der richtigen Strategie ging es eigentlich. Und von dem her... Ja. War jetzt auch ganz cool. Und dann gehen wir jetzt in den Wald. Zu Sif. Und zu diesen anderen Viechern, also zu diesen Typen. Das heißt, dann erkunden wir den Baumwald dann auch nochmal ein bisschen. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Das ist mir jetzt so ein bisschen egal. Ich habe einen großen Untoten-Typ besiegt. Ich könnte jetzt natürlich die ganze Zeit auf Stärke skillen und dann irgendwann die Axt benutzen. Nur, ja, ich will eigentlich nicht die ganze Zeit auf Stärke skillen und die Axt dann benutzen. Von dem her... Hm. Finde ich zwar ein bisschen schade, aber naja. Was soll ich machen? Wenn ich mich für Beweglichkeit entschieden habe und dann halt so eine Axt bekommen, dann... Das war sehr freundlich von dir, dass du dich selber getötet hast. Dann gibst du mir nochmal 1000 Erfahrungspunkte. Das heißt, dass ich dann nochmal eine kleine Seele zu mir nehme. Achso, der Ding ist ja schon da. Sehr schön. So, das Goldhart brauche ich nicht mehr. Dafür brauche ich dann einen Krieger. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht mehr, wie viel der Krieger brachte. 2000. Das könnte sogar ganz genau reichen. Also jetzt nicht ganz genau, aber ziemlich genau. Und dann können wir hier jetzt die Kiesel... Dann lege ich nämlich einen Kiesel dahin und gucke dann, ob ich den Kiesel dann von der anderen Seite mal finde. Konstitution eigentlich oder Stärke. Aber eigentlich... Ja, für die Axt halt. Die Axt wäre cool. Das auf jeden Fall, aber ansonsten...
Ich gehe zuerst mal auf Konditution. Bisschen Ausdauer schadet nie. Außerdem bräuchte ich dann die eh noch, um dann die Axt zu benutzen. Von dem her... So, und Ausdauer schadet eh nie. Zwar sehe ich jetzt nicht so unbedingt, dass die Ausdauer extrem steigt. Aber es wird mir angezeigt, dass er um 2 Punkte steigt. Und 2 Punkte sind dann umgerechnet 2 Schaden. Keine Ahnung. Oder vielleicht dann verzehnfacht, also 20 Schaden. Das wäre dann schon ein bisschen was. Ich weiß es nicht. Zumindest weiß ich das, dass das hier ein sehr viel angenehmerer Weg ist, um zum Links zu kommen. Und dann nach oben zu kommen, als der Weg vorhin.